arbeite jeden Tag daran, rund um die Uhr. Und ich glaube, ich komme langsam dahinter, was sich bei eurer Verwandlung abspielt. Luis, darauf sind wir auch schon selbst gekommen. Ja, für mich sind es die Fischschwänze. Sind es für dich auch die Schwänze, Cleo? Oder? Lasst Luis in Ruhe, er will nur helfen. Du sagst es. Die Wissenschaft ist der Schlüssel, mit dem sich uns die Geheimnisse des Lebens erschließen. Aber das interessiert euch nicht besonders, oder? Hört zu, Leute. In der nächsten Woche habe ich eventuell die einmalige Gelegenheit, denn ich könnte... Vergesst es. Luis, sprich. Okay, es kommt heute jemand. Sie treibt Delfinforschung im Freizeitpark. Ihr Name ist Denman. Sie hat mit 21 promoviert. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich bin fasziniert. Sie ist eine der weltweit anerkanntesten Kapazitäten, was die Zellevolution bei Meeressäugern angeht. Wenn ich es schaffe, an ihre Ergebnisse zu kommen... Und wie willst du an eine Wissenschaftlerin wie sie herankommen? Ich habe da meine Methoden. Nein, du erzählst keiner richtigen Wissenschaftlerin was von uns. Leute, ich bin es doch. Ich bin vorsichtig. Wieso richtige Wissenschaftlerin? Sie darf nichts von uns wissen, Luis. Wenn sie uns nun sezieren will oder etwas über uns veröffentlicht. Sie ist eine Meeresbiologin. Und sie hat Spezialgeräte, gegen die ist der Kram in unserer Schule echt Spielzeug. Wenn ihr antworten wollt, brauche ich Zugang zu diesen Geräten und zu ihren Ergebnissen. Und wie willst du das bitte machen, ohne uns ans Messer zu liefern? Ich dachte mit Charme. Nein, jetzt ernsthaft. Kommt schon, Leute. Ich verlange nur, dass ihr mir vertraut. Okay. Wir müssen wissen, was mit uns passiert ist. Er kriegt sie sowieso nicht zu sehen. Oh, doch, das werde ich. Cleo? Luis, hier dürfen wir eigentlich gar nicht rein. Oh, das nenne ich wirklich mal Hightech. Was denkst du, wie sie aussieht? Sie verbringt ja viel Zeit im Wasser. Verschrumpelt vielleicht? Kann ich euch helfen? Wir suchen Dr. Denman. Tja, ich bin Dr. Denman. Ich bin Louis McCartney. Louis McCartney. Louis McCartney? Bist du der, der mir 48 Mails wegen der Stelle als Forschungsassistent geschickt hat? Ja, stimmt. Wow. Du musst ja sehr enthusiastisch sein. Oder du bist ein Stalker. Ein Stalker. Das ist Cleo. Und das hier ist mein Lebenslauf, falls sie vielleicht ein... Danke. Also, es hat mich gefreut. Cleo, Louis, ich muss wirklich sagen, ich finde deine Einstellung bewundernswert. Die Wissenschaft ist der Schlüssel, mit dem sich uns die Geheimnisse des Lebens erschließen. Können wir vielleicht sehen, woran Sie gerade arbeiten? Tut mir leid, ich bin da im Moment in einer wirklich entscheidenden Phase. Aber ich habe jetzt deinen Lebenslauf. Okay? Okay. Wiedersehen. Ciao. Ciao. Dr. Denman? Eher Dr. Baywatch-Tussi. Was kann die schon groß wissen? Ich habe über sie im Netz recherchiert. Ein Teil ihrer Doktorarbeit besteht aus einer wichtigen Abhandlung über Mutationen bei Meeressäugern. Sie ist renommiert. War wahrscheinlich nur Glück. Ich wette, die ist nicht mal naturblond. Oh. Was denn? Ich mache mir nur Sorgen um Luis. Ich frage mich, wie es ihm geht. Ihr hättet ihn vorhin mal sehen sollen. Ich meine, was ist, wenn sie ihn so beeinflusst, dass er ihr doch von uns erzählt? Und was genau willst du ihr sagen, Luis? Habt ein wenig Vertrauen, bitte. Alles, was ich will, ist Zugang zu ihrem Labor. Das war's. Du fällst doch auf hübsche Frauen rein. Hübsche Frauen? Was denkt ihr etwa, ich hätte bemerkt, ob sie hübsch ist oder nicht? Ich bin Wissenschaftler. Übrigens, so besonders ist sie auch wieder nicht. Das ist sie. Er hat schon ihre Nummer in seinem Handy eingespeichert. Dr. Denman, wie geht's Ihnen denn so? Aha. Nervöses Lachen. Nicht gut. Oh ja. Oh nein, er spielt mit seinen Haaren. Ja, ganz sicher. Witzig. Sie sind wirklich witzig. Sie haben Sinn für Humor. Wir haben echt ein Problem. Ja. Nein, ich mache gerne ein Praktikum. Aber jederzeit, wann Sie wollen. Ehrlich? Ich zähle die Minuten.
Tja, ich bin überzeugt, dass dir nicht zu trauen ist. Was? Louis, vergiss sie doch mal für einen Moment. Es geht hier schließlich um uns, kapiert? Du darfst ihr auf keinen Fall etwas von uns verraten, okay? Für uns hängt sehr viel davon ab. Dr. Denman? Louis! Hallo? Louis, das ist Marge. Marge unterstützt mich bei meiner Forschung. Oh, ist sie nicht bezaubernd? Oh, ja. Okay, kannst du mir das mal abnehmen? Ja, kann ich. Hilfst du mir mal kurz? Ja, klar kann... Ja, ich kann Ihnen helfen, natürlich. Danke. Ach, super, danke. Bitte. Okay, dann zeige ich dir mal, wo du arbeiten wirst. Meine Arbeit auf den Galapagos-Inseln lief anders als geplant und deshalb untersuche ich jetzt Zellmutationen bei Meeressäugern. Ich konnte ja nicht ahnen, dass das so viel Interesse in wissenschaftlichen Kreisen findet. Unglaublich. Wie bitte? Oh, diese Geräte. Ich habe davon gelesen, aber sie sind echt wow. Tja, das hast du davon, wenn Leute viel Geld in dein nächstes Forschungsprojekt stecken. Es ist fantastisch. Woran soll ich arbeiten? Das Elektronenmikroskop. Nein. Der Ionenverdampfer. Das Atomabsorptionsphotometer. Fang doch einfach mit dem Mob an. Du hast den Boden gewischt? Mhm. Und wie bringt uns das jetzt genau weiter? Leute, ich weiß schon, was ich tue. Ich habe Zugang zu Ihrem Labor. Jetzt brauche ich nur eine frische DNA-Probe. Vielleicht ein Stück Zehennagel? Okay, okay. Ich habe leider ein paar Arbeitsflächen ausgelassen, deshalb bin ich nochmal wiedergekommen. Ich mache die jetzt noch schnell, okay? Sehr gewissenhaft. Ja. Okay, ich bin bloß gerade ein bisschen beschäftigt, also... Oh, ja, lassen Sie sich von mir nicht stören. Ich krieg das schon ziemlich problemlos hin. Okay, bis später. Ja. Ich hab nur... Hey, keine Sorge. Ich wusste, du kannst nicht widerstehen. Arbeitsflächen? Ich bitte dich. Was siehst du dir an? Oh, nichts. Das ist bloß etwas, was ich am Strand gefunden habe. Es ist Sand oder sowas. Es ist nichts Besonderes. Letztlich ist doch fast alles besonders. Jedes Objekt hat eine Geschichte zu erzählen. Oh, so spät ist es schon. Ich muss jetzt los zur Schule. Was haben wir denn da? Oh, meine Güte. Dr. Denman, ich habe mein... Präparat vergessen? Ich weiß, es ist kein Sand, Louis.
Ich weiß nicht, um was es sich handelt. Es ist ein privates Projekt. Okay. Alles gut. Tja, hör mal, ich wollte morgen eigentlich wieder tauchen gehen und ich brauche Hilfe. Lust auf praktische Erfahrung? Oh, ja, das hört sich gut an. Also sehe ich dich. Okay, ja. Louis, sie hat die Probe gesehen. Wie konntest du Euch nur? Euch fehlt einfach der Überblick. Es war ein Unfall. Außerdem ist sie Wissenschaftlerin. So arbeiten Wissenschaftler. Sie verraten ihre Freunde? Sie vergleichen ihre Ergebnisse. So ist das bei uns. Uns? Uns Wissenschaftlern. Uns treibt ganz einfach der Wissensdurst. Glaubt mir, sie ist okay. Und wenn ihr Wissensdurst sie dazu führt, uns zu sezieren? So ist sie doch gar nicht. Ich muss jetzt gehen. Also dann bis morgen. Louis ist sonst eigentlich gar nicht so launisch. Wer dafür ist, dass wir Louis keinen Millimeter mehr über den Weg trauen, der hebt die Hand. Einverstanden. Wir behalten ihn im Auge. Wissenschaft ist nicht nur die Befriedigung der eigenen Neugier, Louis. Sie muss ein Ziel verfolgen. Sie muss der Allgemeinheit dienen. Aber ja, das sehe ich auch so. Nur die Wissenschaft kann die Welt verbessern, Dr. Denman. Louis, bitte. Wir arbeiten zusammen, oder nicht? Nenn mich Linda. Linda? Wieso? Das ist mein Name. Oh. Brauchen wir all das Zeug? Japp. Ich denke, das meiste davon schon. Das ist auch cool an der Wissenschaft. Das Spielzeug ist super. Und wo geht's hin? Ich dachte an Mako Island. Mako Island? Das ist keine gute Idee. Da gibt's nichts zu sehen. Ehrlich, gar nichts. Und da gibt's viele Haie. Wirklich große. Komm schon, Louis. Sag mir nicht, du fürchtest dich vor Haien. Ich? Nein, überhaupt nicht. Mako Island ist okay. Gut. Er ist irre. Er ist komplett durchgeknallt. Wie kann er mit ihr dahin fahren? Wir müssen unbedingt vor ihm da sein. Auf geht's. Gedacht, ich merke nicht, dass ihr mir nachspioniert? Ich meine, wo bleibt das Vertrauen? Vertrauen? Ich glaube, das war futsch, als du versehentlich Cleos DNA-Probe einer berühmten Meeresbiologin gegeben hast. Nein. Nein, ich glaube, das war erst endgültig futsch, als er mit Dr. Baywatch nach Mako Island gefahren ist. Du bist zu weit gegangen, Louis. Also traut ihr mir nicht. Nach allem, was wir durchgemacht haben. Ich habe wirklich ernsthaft versucht, eine Antwort auf die Frage zu finden, warum ihr verdammt nochmal so seid, wie ihr seid. Und das habe ich jetzt davon. Es geht um unser Leben, Louis. Wir müssen vorsichtig sein. Vielleicht solltest du das auch sein. Wollt ihr wissen, was ich denke? Ich finde, ihr seid wie ein paar kleine Kinder. Dr. Denman ist zumindest eine Frau. Und einfach ein bisschen reifer, wisst ihr? Hallo. Schon wieder da? Kein Privatleben? Das sagen Sie. Sie sind immer hier. Das hier ist mein Leben. Ja, ich hoffe, eines Tages ist es auch meins. Womöglich schneller, als du denkst. Was? Louis,
Ich habe heute ein wirklich großzügiges Stipendium von einem Konzern erhalten für 6 Monate Forschung. Und das auch noch auf einem Gebiet meiner Wahl. Wirklich? Oh, Wahnsinn, Sie haben es sich ver... Ich will dich dabei haben. Du und ich, Louis. Es bedeutet Arbeit rund um die Uhr, Reisen, vielleicht sogar ins Ausland. Was meinst du? Ich habe schon mit deinen Lehrern geredet. Es stehen öffentliche Mittel zur Verfügung und bei deinen Noten wird deine Arbeit berücksichtigt. Ich weiß nicht, ich muss deine Eltern fragen, natürlich. Ja. Aber ich brauche deine Entscheidung bis morgen. Übermorgen reise ich zu meinem Labor auf den Galapagos-Inseln. Hoffentlich zusammen mit dir. Wow. Wahnsinn. Das ist ja unglaublich. Ehrlich. Tja, es ist jedenfalls eine einmalige Chance, ja. Was wirst du tun? Ich weiß es nicht. Ich bin einfach tierisch froh, dass sie mir das zutraut. Oh, bitte. Was denn? Denkst du wirklich, es geht dabei um deine Fähigkeiten? Ach, also zwischen mir und Dr. Denman ist wirklich überhaupt nichts. Das habe ich auch gar nicht gemeint. Ich meine, es kann doch sein, dass es ihr nur um diese Probe geht. Nein, 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 die hat sie inzwischen vergessen. Wie würdest du dich entscheiden? Tja, wie du schon sagst, es ist wirklich eine absolut einmalige Chance. Und es ist das, was du immer wolltest. Und es ist doch so, dass dich hier nichts hält. Oder? Weißt du was? Du hast recht. Ich verschwinde. Danke, Cleo. Hinzufügen. Das Phänomen der spontanen Zellmutation. Oh nein! Cleo, was machst du hier drin? Ich suche nur einen Freund. Sorry, Cleo, Zutritt verboten. Dr. Denmans Anordnung. Heute werden hier eine Menge teurer Geräte rausgeschafft. Ach so, verstehe. Und Cleo? Ja? Lass dich hier nicht nochmal erwischen. Es sah aus wie ein Artikel für eine wissenschaftliche Fachzeitschrift. Es ist dasselbe Thema, über das du immer sprichst, Louis. Und weißt du, dass sie immer noch die DNA-Probe hat? Sie war in einer kleinen weißen Box. Tja, Louis. Das macht sie nicht. Es sieht aber so aus, als hätte sie untersucht, Tests gemacht. So etwas würde sie nicht machen. Sieh den Fakten ins Gesicht, Romeo. Fakten? Ihr habt aber keine Fakten. Cleo, du hast da was gelesen, was du nicht verstanden hast. Ich hab genug verstanden, um zu wissen, dass es das ist, was du sagst. Na und? Womöglich habe ich sie ja beeinflusst. Ich bin eine beeindruckende Persönlichkeit. Ha! Wieso will sie mich wohl auf ihrer Forschungsreise dabei haben? Habt ihr mal dran gedacht, dass es dafür einen Grund geben könnte? Sie könnte auf meine Meinung Wert legen. Und auf deinen Putzen. Er ist durchgeknallt. Total. Wir müssen irgendwie in dieses Labor reinkommen. Kleine Korrektur. Ihr müsst da irgendwie rein. Ich verliere meinen Job, wenn ich nochmal da drin erwischt werde. Verschwinde! Dr. Denman! Louis! Würden Sie mir ganz ehrlich eine Frage beantworten? Natürlich. Haben Sie das Präparat von mir behalten? Ja. Ich verstehe natürlich, wenn... Sagten Sie ja? Ja, das habe ich. Es ist hier bei den Proben von Mako Island. Und ich hoffe, Louis, eines Tages wirst du mir sagen, woher du die Probe wirklich hast. Louis, diese Probe ist etwas ganz Außergewöhnliches. Zellen, die komplett ihre Struktur ändern, wenn sie mit Wasser in Berührung kommen. Klingt einfach unmöglich. Es ist unmöglich. Doch es ist so. Ich kann es nicht erklären.
Wir müssen noch viele Tests durchführen. Sie haben es mir gestohlen. Louis, es tut mir leid, dass ich nicht ganz ehrlich war. Aber ich hatte nie die Absicht, dich zu hintergehen. Was denkst du, weshalb ich dich dabei haben will? Ist es mein Charme? Louis, denkst du, du kannst noch mehr solcher Proben besorgen? Kann ich ihn trauen? Du kannst darauf vertrauen, dass ich eine gute Wissenschaftlerin bin. Wie schon gesagt, ich glaube an dein Talent. Das ist nett von Ihnen. Wirst du morgen mitkommen? Darf ich Ihre Ergebnisse sehen? Natürlich. Das werde ich mir nicht entgehen lassen. Gut. Letzte Nacht kein Auge zugetan. Ich auch nicht. Euch ist bewusst, dass sie es irgendwann aus ihm rausbekommen wird, oder? Was? Woher die DNA stammt. Wir müssen uns das Präparat holen. Louis würde uns nie und nimmer verraten. Oder? Hör doch auf, an das Gute im Menschen zu glauben, Cleo. Er hat uns doch schon längst verraten. Du bist die Einzige, die das nicht glauben will. Wie kommt das? Ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Louis ist unser Freund. Wo willst du jetzt hin? Ich will mit Louis reden. Auch wenn es vielleicht zum allerletzten Mal ist. Und? Wenn sie jemand einholen kann, dann wir. Warte. Ich glaube, damit wäre unser Geheimnis wohl endgültig dahin, oder? Oh, du hast recht. Sorry. Aber wollen wir ihn denn einfach so gehen lassen? Wie denn? Na, du fährst einfach los ohne uns. Louis, du fährst doch nicht weg. Gut beobachtet, Cleo. Ich bin wirklich beeindruckt. Du hast das Präparat. Sie hat dich also nicht rumgekriegt? Macht ihr Scherze? Denkt ihr, ich kaufe ihr ab, ich sei ein toller Wissenschaftler? Bitte. Was ist mit Ihren Unterlagen, dem Zeug, das ich gelesen habe? Wenn sie die Datei öffnet, wird sie feststellen, dass die kürzlich gelöscht worden ist. Ups. Ich schätze, Frau Doktor und ich sind kein Team mehr, Leute. Schön, dass du wieder da bist, Louis. Danke, Cleo.